Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatutu, beim Clan True Warriors. Ja, ihr habt es im Thumbnail gesehen. Clashen im Urlaub ist ein No-Go. Also auch ich habe gedacht, ich spiele wenigstens mit meinem Charakter hier die Clan Wars weiter mit. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, im letzten war ich doch ein bisschen verkrampft und abgekrampft, weil wir waren dann ja schon auf den letzten Zügen und waren dann teilweise sogar schon unterwegs. Also bei meinem zweiten Angriff waren wir schon irgendwo auf irgendeinem Rastplatz und haben dort Pause gemacht. Und ich habe dann meinen Angriff dort vorbereitet, habe dann aber gesehen, oh, da muss noch mal umbauen. Also während der Fahrt dann einen meiner Söhne gebeten, bitte baut mal dies, baut mal das, boostet mal die Helden und. Und habe dann gedacht, dann nutze die nächste kleine Pause irgendwie zum Angriff. Und ihr wisst genau, wie das so ist, oder zumindest Eltern wissen, wie das so ist. Du fährst irgendwo an den Rastplatz ran und fragst, muss jemand mal aufs Örtliche? Und es meldet sich so einer, ja, der geht dann auch, und der andere geht dann halt nicht. Und dann machst du deine kurze Pause da, weil wir hatten sowieso Zeitverzögerung ohne Ende, Stau, Zephis, nur Verkehr. Also es hat echt Stunden gedauert, bis wir wieder zu Hause waren, obwohl wir ja gar nicht so weit weg waren. Und dann fährst du gerade so los, wieder vom Rastplatz, kommt der nächste, ich muss mal. Ja, ich meine, kam mir natürlich zugute, so konnte ich meinen zweiten Angriff zumindest machen. Und den habe ich allerdings mit einem Stern leider nur belegt, und trotzdem haben wir ja ein bisschen Glück gehabt bei dem letzten CK hier, den wir gewonnen haben, denn der Gegner hat am Ende nicht mehr angegriffen. Letztendlich hat es am Ende dem Gegner sicherlich gefehlt an den Angriffen, denn er hätte unter Umständen gewonnen. So muss man es auch wieder mal fairerweise sagen, denn die Sterne waren jetzt komplett bei uns verspielt, das heißt also alle Angriffe gemacht, und wir lagen ja nur 3 Sterne vor, und die hätte der Gegner, denke ich mal, zumal das gute Angreifer waren im gegnerischen Clan, ich denke, locker bei uns noch gemacht. Es war nämlich, glaube ich, noch ein 9er offen, ich muss gleich mal nachschauen, und deswegen war das eher wieder so ein kleiner glücklicher Arbeitssieg, so will ich es mal benennen. Aber irgendjemand hatte dann auch im Chat gesagt, naja, ist ja eigentlich nicht verdient, und aber was willst du machen? Auch schmutzig verdiente CKs, die man gewinnt, sind halt gewonnen. Wie denn auch immer, letztendlich waren wir auch, ja, ich will nicht sagen nicht so gut, aber wir haben mal wieder nicht so die richtige Taktik an den Tag gelegt, und deswegen, ja, war es eher an der Stelle ein glücklicher Sieg, aber ein schöner Dreisterner hier von Patrick auf die Ringbase hier. Da haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, aber der Patrick hat das hier gut gelöst, denke ich mal. Eine 9er immer so als Ringbase ist ja auch nicht ganz ohne. Und so zu Anfang weißt du dann ja auch nicht, wie gehe ich denn jetzt an so eine Base ran. Ihr seht das, wir haben gar nicht mal so viel gedreisternt. Ich muss jetzt selber mal reinschauen. Ja, das ist jetzt ein RH11 auf RH10, aber es macht nichts. So mussten wir hier halt vorgehen, weil wir unten selber nur 2 9er hatten. Und nee, wir hatten 3 9er unten und der Gegner hatte nur 2 9er unten. Und dann fing das auch schon mit 10 an. Und die hatten alle, glaube ich, auch Infernos, so wie ich mich erinnern kann. Und deswegen war es, ist dann natürlich mal wieder schwerer gewesen für unsere 9er hier, ein 3 Stern oder gar ein 2 Stern, okay, ein 2 Stern auf dem RH10, das ist drin. Aber letztendlich müssen gerade die unteren RH10er hier bei uns in den CKs einfach fallen. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben auch oben wieder 10er Angriffe gemacht, und die waren so knapp, und wir haben sogar ein RH9 auf RH10 gehabt, glaube ich, oder war es sogar RH11, ich muss gleich mal nachschauen. Ich glaube, es war sogar ein RH11, der mit 1 Stern belegt wurde, das war fast ein 2 Sterner, und hatten also mal wieder so ein paar 49%ige dabei, ich auch mit meinem ersten Angriff 49% auf ein RH11, also da hat dann wieder eher unglücklich, da fehlt dann das letzte Quäntchen Glück an der Stelle. Ja, aber wie gesagt, am Ende war es dann doch nicht mehr so schlimm. Ich war auch sehr überrascht, als ich dann hier zu Hause ankam und habe dann gedacht, ja komm, guckst du mal aufs Ergebnis, und habe dann gesehen, oh, wir haben noch gewonnen, gibt's ja gar nicht. Ja, denn ich kann im Moment den Bonuslot auch ganz gut
gebrauchen, weil ich natürlich nicht so viel im Urlaub gespielt habe, wie ich das sonst immer mache, sondern habe eher so einen ganzen Tag eigentlich nichts gemacht, habe mich dann abends mal hingesetzt, habe mal so ein, zwei Angriffe gemacht und das war es dann auch. Sonst habe ich tagsüber so gut wie nicht in meine Dörfer reingeschaut, das sah man auch, also die waren fürchterlich abgefarmt, auch meine anderen Charaktere waren immer fürchterlich abgefarmt, da habe ich nämlich gar nichts mitgemacht und ist aber nicht so schlimm, das überlebt man mal eine Woche. Jetzt sind alle wieder grün, ich spiele mit allen wieder mit und freue mich jetzt auch schon auf die Sachen hier in Clash of Clans, denn meine RH9er gehen immer ein kleines Stück weiter, der AFA hat einen 26er King jetzt mittlerweile, da farme ich wieder hart das Dunkle für den 27. Level und mittlerweile sehen meine Bauarbeiterbases auch nicht so schlecht auf. Alle sind so jetzt Endvierer, kurz vor 5. Also ich reize das ja völlig aus mit allen Mauern und, weil ich die ja nicht so derbe mag. Und jetzt will ich euch aber mal, ich glaube, es war der Angriff vom Jody hier auf die Nummer 4 war es, richtig auf die Nummer 4. Also hier haben wir mal richtig einen starken Angriff von einem RH9 auf einen Rathaus 11. Und wie knapp das war, da zoome ich gleich mal rein hier ins Rathaus. Das war nämlich wirklich, wirklich ein ganz, ganz spannender Fight. Und ihr seht, wie stark die Mitte hier verteidigt ist mit der Adler-Dev, mit den beiden Maxed Infernos. Clanburg ziemlich weit mittig. 4 X-Bogen um das Town Hall herum. Und also eigentlich... Ich finde, ist eine bockschwere Ringbase hier. Für einen Elfer sicherlich gut zu machen. Für einen Zehner unter Umständen auch noch. Zehner hat immerhin 20 Truppen mehr, hat einen Zauber mehr und in der Regel auch noch etwas höhere Helden und Truppen. Und deswegen war das hier schon ein richtig starker Fight. Kann man nicht anders sagen. Vom Jody. Denn auch der konnte unten jetzt nicht mehr so viel reißen. Also da war dann eher ein 2-Sterne auf dem RH10. Dann unwichtig, weil die schon alle 2 Sterne belegt hatten und dann die Prozente da rauszukratzen, das ist sicherlich dann auch nicht unser Ding. Dann versucht man sich halt mal an 9 oder an ungewöhnlichen Dingen und legt hier mal einen schnittigen Queenwalk hin mit, was haben wir da, mit einem Golem. Ich denke mal, Bowler hat er in der Clanburg, hat einen Erdbebenzauber dabei. Ich gehe mal davon aus, so ein bisschen was in der Mitte so zurechtrütteln oder so. Und natürlich dann die Walküren für den Finish. Allerdings 11 Stück. Da verbraucht er, glaube ich, vorher schon so ein paar. Nämlich für sein Killsquad hier. Jetzt wird die Queen nochmal schön geboostet. Ich habe den Angriff auch live gesehen. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich diesen Kampf hier sehe, sondern den habe ich live geguckt. Kommt hier richtig schön mit den Mauerbrechern rein. Richtig schöne Schneise da gemacht. Und der Funnel ist, ja, ich würde sagen, der Funnel ist super gelungen hier an der Stelle. Jetzt kann alles nur noch in die Base reinlaufen. Und jetzt wird natürlich weiter gefunnelt. Die Queen hat ja eigentlich jetzt schon richtig Prozente gemacht. Man sieht das 34% mittlerweile, nur mit dem Killsquad. Jetzt wird natürlich schon der König aufs Korn genommen. Den hat er auch schon gezündet. Okay, ist auch nur ein 20er King. Aber der Funnel geht jetzt erstmal weiter und die 180 Grad, ja, sind jetzt noch nicht erreicht, noch nicht ganz. Die erste Walküre läuft noch nach außen. Aber ich glaube, jetzt waren es 180% und jetzt werden natürlich die Walküren hier aufs Korn genommen. Jetzt kommt die Clanburg. Da hat er jetzt nichts mehr für. Da muss er jetzt einfach nur fix sein hier in der Mitte. Das gelingt ihm eigentlich auch. Und jetzt gucken wir mal, wie knapp das eigentlich am Rathaus war. Ah ne, das Rathaus hat er ja gekriegt. Entschuldigt, das Rathaus hat er gekriegt, aber die restlichen 2% dann nicht. Und da hat es echt nur, seht ihr hier die X-Bögen, die waren alle angekratzt, wie knapp das gerade war. Also 49% hier ist schon krass, RH9 auf RH11. So, aber wir gehen hier nochmal ein kleines Stück weiter, denn die Bases hier waren auch, sie waren ungewöhnlich, sie waren schwer, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, die Base hier hatte schon ein RH9, ein RH10 auf 2 Sterne belegt. Ich weiß es nicht mehr ganz. Oder ich glaube, es war auch eine ganz knappe Kiste vom Swash. Und denn das Rathaus ist hier stark verteidigt an der Stelle. Keine Frage. Also da musst du nicht unbedingt mit dem Queenwalk ankommen oder so. Das ist dann schon eher super, super schwer. Und deswegen hat er sich hier mal für einen Luftangriff entschieden. Der Max ist auch ungewöhnlich. Also meistens kennt man von ihm eher die Hexen, Bowler-Kombo. Und hier hat sich aber mal ein bisschen angeboten. Denn
Die Las oder die Luftabwehren stehen alle hier hinten im hinteren Drittel. Und er klärt jetzt hier vorne, schafft aber die Queen vor allen Dingen nicht. Das ist natürlich jetzt für den weiteren Verlauf nicht so gut. Und kommt natürlich auch nicht bis zum Adler. Aber mal gucken, wie sich die Hunde hier jetzt schlagen. Denn, okay, die Feger tun dann auch noch ihr weiteres und hier mussten jetzt einfach nur Prozente gemacht werden, dass es hier auf jeden Fall über 50 wurden und die Luftabwehren stehen natürlich auch sehr, sehr kompakt da unten. Da ballern dann natürlich gleich zwei, drei Luftabwehren teilweise auf die Ballons und dann hast du keine Chance. Aber hier jetzt noch vielleicht die restlichen Prozente zu machen, jetzt ist da natürlich immer noch die nerven rumhampelnde Queen. Und die wird jetzt ein Lucky nach dem anderen abschießen. Die schaffen die Queen jetzt zwar noch, aber da ist jetzt noch das... die schaffen die Queen, ich wollte es gerade sagen. Aber da ist natürlich noch die Warden-Statue, die dann auch immer so ein bisschen piekt. So sehe ich das immer. Die macht ja auch immer so ein Dumboing-Geräusch. Und wenn die dann zuhämmert, dann tut es natürlich auch weh. Gar keine Frage. So, wen haben wir hier noch? Wir haben ja den Daywalker. Und der hat hier mit Bola und Valkyrie angegriffen. Mittlerweile gehen auch seine Helden hier jetzt ein bisschen höher. 42er Queen, 13er Horden, also ein bisschen geht hier auch. Bei den Leuten teilweise im Urlaub und war ja auch wieder ein kleiner CK. 15er CK spielen wir aktuell ja auch wieder. Und im Moment schlagen wir uns eigentlich ganz gut in den kleinen CKs, komischerweise. Die 15er können wir immer ganz gut für uns entscheiden, wenn es dann wieder ein bisschen größer wird. Tun wir uns im Moment ein bisschen schwerer. Ist aber nicht so schlimm. Irgendwo kompensieren wir das Ganze so ein bisschen und sind auch jetzt wieder so um die 40 Leute. Das heißt also nach wie vor 10 Platz haben, einen verloren oder zwei, ich weiß es gar nicht genau. Haben aber auch wieder gut dazu gewonnen und einige kämpfen hier auch gut mit, kann man nicht anders sagen, sind hier schön klar aktiv und wir gucken mal, wie der Daywalker sich hier durch diese Base schlägt, auch eine typische RH-11 Ringbase, innen drin auch richtig hart verteidigt, mit den Teslas dann auch noch in den Ecken von dem zweiten Ring und das ist schon richtig, richtig schwer, hier die 180 Grad vor allen Dingen hinzukriegen, dass die Valkyren jetzt gleich alle in die Mitte laufen, aber ja, das machen sie, die Masse läuft jetzt in der Mitte, ein paar laufen nach außen, ist aber nicht so schlimm, er hat noch ein paar Bola, die noch mit in die Mitte reingehen und jetzt macht es natürlich hier in der Mitte, da macht es mir eben die Masse und der Warden auch noch, der gibt den ja wenigstens ein paar Healpoints noch mehr und mal sehen, ich habe den Kampf noch nicht gesehen, ob er die Mitte komplett entkernt, ja macht er sogar und holt sich jetzt noch außen so ein paar Prozent, aber ja, die Mauern sind dann auch immer dazwischen und da müssen die Truppen natürlich auch noch irgendwie rüber, irgendwie durch und das packen die dann an der Stelle aber auch nicht, mal gucken, wie weit der Warden das da noch schafft, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Prozente es eben waren. Aber es war hier ein sauberer 2-Stern von 8 auf 4. Also gutes Ding hier auf die Base hier. Und ich meine, sie hätte vorher auch nur 1 Stern gehabt. Also keine schlechte Sache hier. Einen will ich euch nicht vorenthalten, nehme ich ja. Okay, ne? Hier haben wir Schwund vom Olli leider. Vorher hat er echt gut mitgekämpft, aber jetzt... hat es dann irgendwo nicht funktioniert. Ich weiß auch noch immer noch nicht, woran das gelegen hat. Und ich will euch meinen ersten Angriff wenigstens einmal zeigen. Denn ich fand ihn eigentlich ganz gut. Vorher wieder abgesprochen, wer was macht und wer sich was wie zutraut. Und ich habe mir einfach mal diese Base hier zugetraut. Denn mit dem Queen Walk kommt man hier prozentual schon mal relativ weit und kann schon mal für die obere Flanke hier funneln. Das heißt also, ich habe dann hier unten so ein bisschen weiter mit dem Babydrachen gefunnelt, sodass gleich auf jeden Fall die Queen weiter Richtung des Lagers geht und nicht noch weiter hier die Def abklappert. Denn hier wurde es jetzt schon wieder ein bisschen enger. Ja, jetzt geht es noch. Meine Heiler sind jetzt noch voll in Wut. Bin dann oben schon mal mit meinen Drachen rausgekommen und einem Babydrachen, der da hinten die Lager schon mal macht. Denn dort bekam ich nur Beschuss von einem Magierturm. Das war also auch noch... in Ordnung, das habe ich auch genauso in Kauf genommen, denn der tut mir natürlich nicht ganz so weh wie Bogenschützentürme oder gar X-Bogen bzw. Infernos. Und jetzt ist eigentlich der Funnel ist jetzt eigentlich da.
Und ich konnte jetzt meine restlichen Drachen hier schicken, also voll in die Base rein. Bis hierhin sah es auch noch ganz gut aus. Meine Zauber waren jetzt vielleicht nicht so optimal. Die waren so ein bisschen zu weit hinten gesetzt, also vom Verlauf der Truppen her. Die hätte ich vielleicht ein bisschen weiter nach vorne setzen sollen, dass die mit dort reinfliegen. Und mein Gift war, oder meine beiden Gifts waren eigentlich auch noch ganz gut, denn die Drachen lassen sich sehr, sehr schnell von den Skeletten natürlich ablenken und fliegen denen ewig hinterher und wechseln dadurch natürlich häufig die Richtung, werden die ganze Zeit beschossen. Also auch hier eigentlich war es, bis dahin sah es eigentlich noch ganz gut aus. Gut, jetzt müssen die Drachen natürlich die dicke Clanburg in der Mitte machen. Der kriegt Feuer, voll Beschuss. Und jetzt habe ich aber gedacht, weil der Adler war auch weg, jetzt habe ich gedacht, ich snaggle mir hier noch mit meinen Luckys ein paar Prozente weg. Und ja, tolle Wurst. Ich wusste gar nicht, dass der Bohrer hier nur 1% gibt. Ich habe gedacht, der gibt wenigstens 2%. Habe mich hier eigentlich schon gefreut und habe gedacht, hurra, 2 Sterne. Ja, und dann gibt dieser Bohrer nur 1%. Oh, da war ich natürlich am Boden. Aber was willst du machen? Ist doch so ein Spiel. Und ich hatte keine andere Möglichkeit mehr. Das war das Einzige, wo ich mir noch ein bisschen was habe wegsnägeln können an toten Gebäuden, glaube ich. Denke mal, hier hinten hätte mich alles gekillt. Und auch hier in dieser Ecke hier, also die beiden, ja, waren das letzte, also 49%, auch eher unglücklich. Ist dann immer so ein kleiner verschenkter Angriff, ist aber, ich denke mal, an der Stelle nicht ganz so tragisch. Und den Abschluss macht heute King Arthur auf diese Base hier, auf eine schrecklich anzufühlende Base hier, zumindest für Bodentruppen. Deswegen hat er sich hier auch für Luft entschieden. Also das habe ich auch noch nicht gesehen, dass die Inferno-Inseln hier doppelt sind. Das heißt also nochmal um die Infernos rum so Mini-Mauern. Das macht es natürlich Bodenangriffen sehr, sehr schwer. Die müssen sich ja voll da durchbohren. Oder auch wenn man mit Walküren kommt. Und hier außen kleiner Troll-Tesla, aber kein Thema für den King. Und wir schauen mal weiter. Ich glaube, den Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich muss den jetzt mal eben mitkommentieren, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Und kommt hier aber jetzt schön in die Base rein und holt sich jetzt als erstes, denke ich mal, gleich das Rathaus, nachdem die Queen endlich die Skelette gemacht hat. Und mal gucken, ob die gegnerische Queen schon kommt. Nee, sie kommt immer noch nicht. Okay, hat zwar schon das Fragezeichen im Kopf, aber sie greift noch nicht ein. Ich denke mal, wenn die Queen jetzt gleich einen kleinen Schritt nach vorne macht, dann kommt auch die gegnerische Queen mit ins Spiel. Und er raged seine Queen hier an der Stelle nochmal. Da sieht man es jetzt, die Bomben waren komplett außen. Beziehungsweise da hinten waren schon mal 2 Bomben, die außen waren. Das macht es natürlich so Angriffen hier mit Bowlern etc., glaube ich, sehr, sehr schwer. Ich meine, hier war auch schon ein Bowler-Angriff drauf. Der ist halt daran gescheitert, dass nämlich alle oder sehr, sehr viele vorangesetzte Bowler schon mal Schaden gekriegt haben durch die Bomben hier oder durch die Doppelbomben. Und jetzt hat er hier aber schön gefunnelt, schön mit dem King. Die Drachen können jetzt nicht mehr anders als hier rein in die Base fliegen. Hat jetzt auch schon 32%. Also auch hier liegt es jetzt an den Lufttruppen noch Prozente zu machen, denn 3 Sterne Masse so natürlich nicht unbedingt. Aber es war ja prozentual schon relativ hoch. Kommt jetzt mit dem Warden jetzt schon gezündet. Und jetzt fliegen die natürlich einen doofen Weg wegen den beiden Fegern in der Mitte. Die setzen einen dann richtig zu. Boosten die Truppen die ganze Zeit hier aus der Base raus. Manchmal habe ich das Gefühl, das sind 360 Grad Feger. Denn wenn du dir die Base vorher anguckst, in welchem Winkel sich denn der Feger dann bewegen wird, dann glaubst du gar nicht, plötzlich im Kampf bewegt er sich viel, viel weiter. Ja, da wundere ich mich auch jedes Mal und sage dann immer, oh, 360 Grad Feger. Aber sind natürlich keine 360 Grad. Das wäre noch der Hammer. Ist vielleicht ein gutes Gimmick, den Feger mal für eine Woche auf 360 Grad zu stellen. Da bin ich dann ja mal auf Luftangriffe gespannt. Da musst du das Ding ja dann irgendwie wegmachen. Und aber schön gemacht hier, denke ich mal, vom King Arthur. Jetzt geht hier natürlich für die Drachen nicht mehr wirklich viel. 75%, ich glaube, es waren am Ende 78. Die Bauhütte bringt nochmal 1% hier, jawohl, 77. Was holt er sich denn da noch weg? Da hinten das Lager, schafft der Lucky das noch? Der Lucky schafft das Lager, ne? Oder sind 2 Luckys, ne? Schafft er nicht mehr. Okay, 77%, aber super geschlagen. Ja, wunderbar. So, erste Folge nach dem Urlaub, aufgenommen, wunderbar, ich bin wieder voll dabei. Ihr könnt wieder gespannt sein von mir. Tägliche
CK-Videos, denke ich mal, und natürlich auch wieder ein bisschen anderer Content von mir. Bis dahin, euer Toto. Bleibt.